Yo Leute, herzlich willkommen, dein 3D ist wieder da und ja, ich stelle euch heute einen neuen Server vor. Der Server ist etwas, naja, sagen wir mal, dem Anlass entsprechend dekoriert. Wir haben ja bald Ostern und das finde ich schon mal ganz cool gemacht. Hier sind überall Ostereier. Es gibt hier wirklich viele verschiedene Sachen. Es gibt hier auch unter anderem eine Osterei-Suche, das heißt, ihr könnt hier Osterei suchen und so weiter und so fort. Aber was der Server natürlich eigentlich ist, ist ein Server für die, es ist ein Server für die 1.9. Dieser Server läuft nur für die 1.9, soweit ich das jetzt gesehen habe. Und ja, wenn ihr neu seid, spawnt ihr hier und dann seid ihr halt eben noch Gast, so wie ich. Schaut da oben. Ja, der Server ist unlimitedworld.de, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen in der Ansprache gleich am Anfang. Ja, und es ist ein sehr gemischter Server, also ihr könnt hier halt City Build machen. Hier, guckt mal hier, für freie Flächen kann man slash map machen und dann wird man halt wahrscheinlich zu freien Flächen teleportiert oder auch nicht. Und ja, hier seht ihr die Regeln und wie ihr euch freischaltet. Das habe ich jetzt aber noch nicht gemacht, mich freizuschalten, weil eigentlich muss ich mich ja auch nicht freischalten. Das mache ich gleich danach. Ich dachte mir jetzt, ja, ich zeige euch jetzt erstmal den Server. Ja, hier geht es zum Oster-Event und hier ist auch eigentlich alles sehr, sehr gut beschriftet von der Mitte aus. Also dort gibt es halt die verschiedenen Himmelsrichtungen. Einmal Norden, da geht es zur PvP-Arena. Museum. Okay, hier steht nochmal dasselbe drauf. Hier nach Osten geht es zur Farmwelt in Nefa. Die Materialfarm und irgendwas mit Projekt, ja. Was immer das ist, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Da könnt ihr euch vielleicht mal selbst schlau machen und mir schreiben, was das ist. Also das andere ist mal alles klar, aber das unterste irgendwie gar nicht. Und Süden gibt es einen Tauschraum, den Bahnhof und die Essensfarm. Ich würde sagen, wir gehen als erstes mal zur PvP-Arena. Ja, es ist alles echt recht schön dekoriert. Es ist sehr detailreich, vor allen Dingen hier der Spawn, überall dieses schöne Ostereier hier zum Beispiel. Gibt es eine Community-Kiste. Ja, Essen. Gib mir Essen. Bra, gib mir Essen. Okay, ich glaube, ich habe mir das Essen geklaut. Hier gibt es Endertruhen, so ein Amboss mit so einem Schwert drauf. Das sieht natürlich auch echt schön aus. Ist halt alles recht schön gemacht. Ich glaube, ich werde auch irgendwann noch Hunger kriegen. Obwohl, nee, eigentlich noch nicht, weil ich bin ja noch nicht freigeschaltet. Dann dürfte ich ja auch eigentlich noch kein Essen verlieren. Das ist ja das Gute. Ich würde mich auch erstmal hier umgucken und mich nicht direkt freischalten, so wie ich das gemacht habe. Weil, verliert ihr kein Essen. Also ich habe bis jetzt noch kein Essen verloren und dann könnt ihr euch erstmal umschauen, wo sind freie Grundstücke oder wo wollt ihr überhaupt hin, was ist euer Ziel hier auf dem Server. So, Hauptstraße Norden, PvP-Arena. Westen ist der Markt, okay. Das sieht ja echt richtig gut aus hier, sogar mit Wegweisern und sowas. Da haben sie sich echt richtig viel Mühe gegeben. Ich finde, das sieht richtig idyllisch aus. Guckt mal, ui, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Allein hier solche Figuren, das finde ich auch echt schon cool. Also ich denke, es ist ein Plugin, aber ist halt trotzdem cool. Und hier mit den Bahnschienen zum X, ey, das sieht richtig klasse aus. Hier, schaut mal, zum X extra, wow, das sieht echt gut aus. Hier ist so ein kleiner Canyon, eine kleine Schlucht, okay. Historisches Museum, okay. Nicht zur XP-Farm. Also hier geht es nicht zur XP-Farm, aber hier ist das historische Museum. Ich finde, das sieht auch schon mal recht nice auch aus, wenn das hier ein bisschen zu wenig beleuchtet ist. Okay, Türen kann ich schon mal öffnen. Okay, jetzt hier ist nichts in dem Häuschen. Vielleicht haben wir hier irgendwas Schönes. Nee. Okay, meine letzte Hoffnung ist dort oben. Okay, oder auch nicht. Also ich denke, dass wenn das historische Museum ist, das wird noch eingerichtet, hoffe ich. auch hier eine Ender-Chest, sehr schön. Das heißt, man muss sich eigentlich gar keine Ender-Chest selber craften. So, was geradeaus. Ah ne, das ist gar nicht das Museum. Ich habe hier immer wieder
sehr viel Müll erzählt. Das ist nicht das Museum. Das Museum ist geradeaus. Sind das jetzt hier schon Häuser von Leuten oder? Nee, das ist noch alles. Das ist nicht von Leuten hier. Das gehört noch alles zur Stadt. So, hier. Aber eigentlich wollte ich ja zu PvP Farm. Da geht's zu XP Farm. Aha. Okay. Oh, jetzt wechselt sogar das Biom. Oh, guckt euch das mal an. Das sieht auch richtig nice aus mit den ganzen Figuren. Weiß einer von euch, wie dieses Plugin heißt mit den Figuren? Das würde mich mal echt interessieren. Das kann ja an sich, ja, das kann man ja an sich bestimmt auch downloaden irgendwo. Denke ich zumindest mal. Oder wenn sie es selbst gecodet hat, dann ist das natürlich auch nicht schlecht. Ja, hier historische Artefakte. Ach so. Ja, hier sieht man auch echt schon. Ja, hier wurde sich echt Mühe gegeben. Das sind halt so diese ganzen Details. Das sieht man hier auch in diesem Museum gerade. Das ist zwar nur ein einfacher Kaktus in einem Bilderrahmen, aber man hat sich halt immer schon so kleine Sachen dazu ausgedacht. So eine kleine Geschichte zu jedem Teil. Und das ist halt echt, das kostet halt auch echt viel Zeit beim Bauen, wenn man so eine Kleinigkeiten ja, beachtet, mit einbaut, sagen wir mal, oder erfindet. Das verlangt auch echt schon Kreativität bei den Erbauern. Das finde ich halt echt so gut an diesem Server, dass das echt alles sehr detailreich ist. Ihr guckt euch das mal an, das ist einfach alles, alles ist wirklich relativ gut beschriftet. Guckt euch das mal an. Auch allein die ganzen Schilder, die wir hier auf dem Weg gesehen haben, die da schon hinzubauen, ist schon eine ganz schön nervenaufreibende Arbeit. Okay, das ist jetzt hier die Bäckerei. Da gibt es auch Händler. Hallo. Bäcker Klaus. Okay, ich kann jetzt. Ah, okay, ich kann jetzt nicht mit ihm handeln. Ich denke, wenn man freigeschaltet ist, könnte man bestimmt mit dem Bäcker Klaus handeln. Okay, jetzt geht es hier ein bisschen weiter weg. Ich mache mal Slash Spawn. Ich hoffe, das geht. Natürlich geht das so. Und dann gehen wir mal in die andere Richtung, Osten. Okay, bauen. Ja, also hier geht es runter. Okay. Ja, hier geht es sehr weit runter. Das kürzen wir dann mal ab. Ui. Cooler Effekt. Nee. Okay, das ist wahrscheinlich nur der Effekt. Okay. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht benutzen, denke ich, ne, oder? Hä? Wozu sind denn die Platten hier? Baumfarmen. Ja, okay, bla bla bla. Ach so. Man kann jetzt hier schon wahrscheinlich direkt abbauen. Also ich kann es jetzt nicht. Seht ihr aber, weil ich nicht freigeschaltet bin. Aber wenn ihr freigeschaltet seid, kann man hier eigentlich direkt abbauen. Und halt farmen. Hier kann man auch direkt abbauen. Hier kann man direkt abbauen. Ja, das ist echt richtig gut gemacht und vor allen Dingen, es sieht auch richtig gut aus. Mit so einem riesigen Kellergewölbe und hier sind Crafting-Boxen und sämtliche Schilder und auch hier so ein Baummenschen mit einem Ausrufezeichen als Kopf. Sieht echt richtig gut aus. Da kann man sagen, was man will. Wir gehen wieder slash spawn. Was gibt es denn hier noch Schönes? Ein Bahnhof? Der Bahnhof wird mich ja nochmal interessieren. Den Rest sollt ihr auch selbst erkunden. Also ich kann euch diesen Server nur ans Herz legen. Die Essensfarm geht hier hoch, okay. So, wo geht's zum Bahnhof? Bahnhof. Okay. Hauptstraße, Bahnhof, hier lang. Das ist echt richtig gut mit den Schildern. Da kann man sich quasi gar nicht verlaufen. Gerade für Neulinge wie mich oder euch dann auch nachher. Es ist einfach super, wenn es alles so gut ausgeschildert ist. Ja, ich muss gleich selbst erstmal herausfinden, wie man sich freischaltet, weil ich hatte da echt wenig Bock drauf. Ist das jetzt der Bahnhof hier? Ja, das ist tatsächlich der Bahnhof. Und dann kann man auch damit fahren. Ich denke schon, also es wird gehen, die haben bestimmt auch ein Plugin dafür. Ja, hier zum Beispiel kann man willkommen Bahnhof. Hier kannst du Lore, ja, genau. Ja, also wenn ihr jetzt freigeschaltet werdet, würden, also wenn ihr freigeschaltet seid, könnt ihr auch hier fahren. Und das ist wahrscheinlich der Ticketverkäufer, der verkauft euch die Loren. Und die Lore wird wahrscheinlich nach einer Fahrt dann automatisch despawnen oder so. Knopf an der Schiene drücken und losfahren. Okay. Knopf an der Schiene drücken. Ja, wo ist denn hier ein Knopf? Okay. Vielleicht ist in einer anderen Schiene ein Knopf.
Aber es scheint wohl. Aber hier ist nicht so viel Betrieb. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also, wenn es funktionieren würde, das wäre echt richtig cool. Schaut euch das mal an, das wäre richtig cool. Was ist hier? Sprintgang. Ah, okay, also es ist. Ey, das ist ja richtig gut. Auch. Ey, das ist richtig geil. Es gibt so Sprintgänge, das ist echt toll. Das gucke ich mir nochmal kurz an. Bahnhof habt ihr ja gesehen. So, Sprintgänge, ja. Tatsächlich. Ne, das kann auch nicht verändern. Das ist richtig geil. Dann können wir jetzt hier quasi richtig schnell Meter machen, wenn ihr nicht mit dem Zug fahren wollt. Dann. Ah, jetzt sind wir direkt unterm Spawn, denke ich. Ey, das ist echt eine coole Idee, so von den Sprintgängen her. Kann man hier zum Beispiel richtig abgehen. Okay, wo geht's hier lang? Okay, hier ist jetzt keine Beschilderung. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Aber es wird wohl irgendwo hingehen, schätze ich. Und dann kann man hier jetzt zum Beispiel abbiegen. Zack, was ist hier? Okay. Wo geht's hier lang? Schnellgang, willkommen, Schnellgang, ja. Ja, das. Da komme ich ja wohl nicht hoch, ne? Okay. So. Okay. Schauen wir uns das alles mal an. Also, es ist alles sehr detailreich hier. Oh, jetzt haben wir Jump Boost. Ja, es ist alles sehr, sehr detailreich dargestellt. Es ist alles echt mit richtig Liebe gemacht hier. Schaut euch das mal an. Wo sind wir jetzt denn? Ach Gott, wo sind wir? Hallo. Dann gehen wir hier hoch und dann sind wir. Wo sind wir? Okay, ich kann jetzt hier nichts öffnen, aber wir sind auf jeden Fall an einem speziellen Ort gelandet. Ja, ihr seht das schon, es ist so detailreich gestaltet. Das ist einfach richtig klasse. Und hier sind wir draußen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind, aber wir sind irgendwo. Und doch guckt euch mal die Gebilde hier an. Das dahinter. Oh, das sieht einfach richtig krass aus. In diesem Sinne möchte ich euch auch eigentlich gar nicht zu viel zeigen. Es gibt hier bestimmt so viel zu erkunden. Ich habe jetzt vielleicht 1% höchstens erkundet, wenn nicht so nur 0,5% des gesamten Servers. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst, das Video euren Freunden weiterempfehlt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ich wünsche euch noch frohe Ostern und ciao.